Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin eure liebe Valerie Bats und heute wird Klartext gesprochen. Wie ihr seht, seht ihr meine wunderschönen Haare. Und wie ihr seht, habe ich mich mal nicht krass geschminkt. Das heißt, ich habe höchstens Foundation, Concealer, Puder und Wimperntusche oben. Ich glaube, Rouge habe ich jetzt komplett vergessen. Scheiße, das war's. Aber wie man es vielleicht sehen kann, zu meinen hellen Haaren, die jetzt bald wieder noch heller werden, werde ich keine dunklen Augenbrauen mehr nachziehen. Das heißt, meine Augenbrauen werden in Zukunft total natürlich sein. Okay, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Das wollte ich nur so nebenbei erwähnen, falls jetzt, ja. Heute geht es überhaupt ein wichtiges Thema. Ich möchte darüber halt wirklich mal reden, damit vielleicht keine Fragen entstehen, und ich möchte mir das einfach auch von der, also ich möchte es mir von der Seele mal reden, wenn ich überhaupt reden kann, anscheinend nicht. Ich habe nämlich auf Twitter eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ich habe schon mal auf Twitter geschrieben, dass sich was auf meinem Kanal ändern wird, nämlich, dass ich vielleicht Let's Plays mache. Ich habe schon ewig lang darüber gesprochen und diskutiert mit mir selber auch, dass ich Let's Plays Videos machen möchte. Habe es aber im Endeffekt nie umgesetzt. Woran das liegt, das möchte ich euch noch erklären. Und, ja, fangen wir einfach mal an. Bevor ich wirklich mit YouTube angefangen habe, oder bevor ich überhaupt dran gedacht habe, irgendwelche YouTube-Videos zu machen, und bevor ich überhaupt so eine Kamera hatte, wollte ich Let's Play-Videos machen. Let's Plays? Ich wollte Let's Plays einfach machen, so. Ich wollte das schon immer bringen, und im Endeffekt habe ich es nie getan, weil ich mir immer gedacht habe, ja, ich gebe so viel Geld dann aus für die ganzen Sachen, die ich für ein Let's Play brauche. Und was ist, wenn es mir im Endeffekt nicht gefällt? Weil ich glaube, für ein Let's Play braucht man sehr viel, wie vielleicht möglich wäre es ja eine Webcam, Kopfhörer, Mikrofon, ein Aufnahmeprogramm, Spiele, keine Ahnung was, man braucht so viel, und das ist halt auch sehr viel Geld. Also habe ich mich persönlich dann dazu entschieden, einfach mir eine Kamera zu holen, einfach ein Bearbeitungsprogramm zu holen und dann einfach so Videos zu machen. Hat auch für eine Weile ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte viele Ideen und war kreativ auch am Anfang. Nur jetzt bin ich in einer Zeit, wo mir nichts mehr einfällt. Ich bin ehrlich und ich sage es einfach direkt raus, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was für Videos ich machen soll einfach mehr. Weil ich, was YouTube betrifft, einfach der unkreativste Mensch bin, den es einfach gibt. Und man merkt gerade, dass ich mir richtig von der Seele rede, weil ich einfach nicht mehr zum Stottern anfange und weil ich einfach es so erkläre, wie es ist. Ist mir auch gerade selber aufgefallen. Nee, also ich sitze da teilweise und denke mir so, okay, was für ein Video könnte ich hochladen? Dann kommt vielleicht mal so die Idee, ach, ich könnte das und das Video machen, aber ich habe keine Motivation, das zu machen. Also es kommen dann immer so Videoideen, die euch total gefallen können, aber ich selber habe die Motivation und einfach keine Laune und keine Lust dazu, die zu machen. Und es bringt mir und euch überhaupt nichts, wenn ich mich hinsetze, einfach ein Video drehe und aber total unmotiviert dabei bin. Ich glaube, viele kennen es von euch oder ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einfach nicht das, was ich machen will oder machen wollte. Ich will Videos machen, wo ich immer Lust und Laune, wo ich immer motiviert dabei bin. Und ja, ich versuche mich so nebenbei auch richtig schnell zu und kurz zu fassen, weil ich will nicht, dass das Video so lange wird, sagte sie, und das Video ging eine halbe Stunde. Achso, ich habe ja das Fenster ja geöffnet. Sorry, jetzt hört ihr im Hintergrund wahrscheinlich irgendwie Leute rumschreien. Ich mache das Fenster kurz mal zu. Gut, die Kamera steht wirklich möglicherweise jetzt wieder komplett anders da, als ich sie am Anfang hingestellt habe. Yes. Ich liebe sowas. Kann die Kamera vielleicht mal nicht schief? Gott sei Dank. So. Ja. Und deswegen habe ich mich dazu jetzt entschieden, Let's Play Videos zu machen, einfach weil ich das von Anfang an wollte. So. Was ich noch sagen möchte, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt persönlich, bin ich ja ein Fashion-Mensch, beziehungsweise ich studiere ja Mode, und man kann davon ausgehen, eigentlich, dass wenn ich privat was mit Mode zu tun habe, dass ich auch hobbymäßig und auf YouTube auch viel mit Mode und Beauty machen möchte. Das Ding ist so, nein. Es stimmt, ja, ich studiere Mode und ich muss nebenbei Hölle viel nähen, und es macht mir auch sehr viel Spaß, gar keine Frage. Ich studiere nicht etwas, was mir keine Freude macht oder keine Freude bereitet. Aber
manchmal habe ich auch keine Lust, einen Tag lang nichts zu machen. Also ich habe manchmal überhaupt keine Lust, was zu nähen. Ich habe auch manchmal überhaupt keine Lust, was zu designen, was zu zeichnen oder sonst irgendwie in diese Richtung kreativ zu sein. Glaub mir, ich habe manchmal ur keine Lust dazu, ja. Weil ich einfach 24/7 nicht immer nur kreativ sein kann oder nur nähen kann. Weil wenn ich etwas nähe und ich habe dabei überhaupt keine Lust, dann kann ich damit rechnen, ich kann damit rechnen, dass es dann komplett schlecht aussehen wird und das will ich nicht, weil das sehr viel Arbeit dann im Endeffekt war. Deswegen wollte ich im Endeffekt nie Fashion-Videos oder Beauty-Videos machen, weil habe ich ja jetzt schon erklärt. Und wenn ich jetzt Let's Plays mache, dann ist das nicht nur was für YouTube für euch, sondern es ist auch ein Hobby. Ich zocke nämlich unglaublich gerne. Und ich bin mal echt glücklich, wenn ich immer einen Tag mir selber mal frei nehmen kann und sagen kann, ich spiele jetzt, weiß nicht, Tomb Raider, Lara Croft und Valhalla nieder oder so, keine Ahnung. Ich bin halt auch so eine Person, die das halt gerne macht. Und viele glauben, dass ich gar nicht so viel Stress habe, aber ich habe viel Stress, weil ich mir selber viel Stress bereite und selber viel Stress mache und selber mir die doppelte Arbeit mache und es eigentlich gar keinen Grund dazu gibt. Aber ich bin halt eine ziemlich organisierte Person und alles muss. Jeden Tag gibt es eine To-Do-List, die muss abgearbeitet werden. Und wenn das heute an dem Tag nicht geschafft wurde, muss ich das auf nächsten Tag verschieben und dann habe ich noch mehr Arbeit. So, gut, ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile begriffen, warum ich jetzt Let's Plays-Videos machen will. Kommen wir zu der nächsten Frage. Was für Let's Plays möchte ich denn gerne machen? Was für Spiele möchte ich denn spielen? Was für Genre möchte ich euch geben? Ich habe euch auf Twitter gefragt und also ich habe eine Umfrage gemacht, wollte ich sagen. 24 haben von euch gewotet, was sehr toll von euch war. Danke nochmal. Und sehr viele wollten Horrorspiele und sehr viele von euch wollten Horrorspiele und sehr viele von euch wollten auch, dass ich die Sims 4 spiele. Ich muss ehrlich sein, dass es Gleichstand stand bei Horrorspielen und Sims 4 und dass wenige wollten Shooter-Spiele und wenige wollten halt noch andere Spiele. Ich habe jetzt einen Plan, wie ich es machen würde und schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie es ihr gerne hättet, weil ich richte mich auch ganz gerne nach euch, wie es für euch halt auch passt. Ich persönlich hätte vor, dass ich immer am Abend die Horrorspiele rausbringe, weil das ist so wie ein Horrorfilm gucken. Ein Horrorfilm guckt man immer am Abend oder in der Nacht eben, weil das viel gruseliger ist, als wenn ich mir am Tag einen Horrorfilm anschaue, wo ich dann keine Angst davor habe. Deswegen ist es, glaube ich, logisch, wenn ich ein Horrorspiel am Abend bringe, während ich die Sims 4 am Tag irgendwie so bringen würde. Ich persönlich spiele ganz gerne die Sims 4, aber ich kann mir irgendwie sehr schlecht vorstellen, ein Let's Play zu machen, was euch auf Dauer unterhält bzw. euch interessiert. Das kann ich mir sehr schlecht vorstellen, aber wenn ihr es wollt, dann okay. Ja, also ich habe es dann auch wieder. Sehr viele wollten eben Horror- und Sims-Spiele spielen, ja. Also das würde ich eben so auch bringen. Allerdings hätte ich auch vor, dass ich hin und wieder zwischen den Horror- und Sims 4-Spiele halt auch noch was anderes spiele. So vielleicht Tomb Raider, was mich ja persönlich sehr interessiert und mir auch sehr viel Spaß momentan bereitet. Oder auch andere Spiele, dass wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Und dann habe ich euch auf Twitter auch noch gefragt, was für euch die perfekte Videolänge für ein Let's Play wäre. In 5 Stunden hört dieses Voting auf, aber momentan sieht es so aus, dass sehr viele gesagt haben, ja, 10 bis 15 Minuten ist total okay. Dann gibt es einige, die gesagt haben, 15 bis 20 Minuten wäre voll cool oder noch länger, habe ich halt noch dazu geschrieben. Noch länger wäre halt auch ganz cool. So. Mein Plan, weiß ich nicht. noch länger ist immer schwierig, weil dann gewisse Leute ab einer halben Stunde nicht mehr mitgucken wollen oder so. Ich würde sagen, dass ich die Horrorspiele vielleicht von 10 bis 15 Minuten bringe und dass ich vielleicht die Sims-Spiele auf 15 bis 20 Minuten bringe. Keine Ahnung, mal sehen. Ich weiß es selber noch nicht, wie ich das anstellen werde. Ich weiß es immer dann, wenn ich dann am Aufnehmen bin, wie sehr es mir auch dann gefällt und Freude bereitet. Und noch länger, ja, mal sehen. Wie gesagt, es könnte hin und wieder zwischendurch mal variieren, wie lange was werden könnte, von den Videos her. So. Ja, wann wird eigentlich dieses Let's Play starten? Ich weiß es nicht. Möglich wäre es, dass ich, ich sage euch jetzt lieber mal das Datum, bevor ich sage nächste Woche und dabei haue ich das Video erst in einem Monat raus oder so. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde mit dem Let's Play anfangen frühestens den 12.07.
Es ist das, ja. Frühestens, wenn ich dann schon alles beisammen habe, wenn ich alles habe, was ich brauche und wenn alles fließend läuft mit Aufnahmeprogramm etc. etc. Spätestens wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, vielleicht am 14.07. oder noch später, mal sehen, ich weiß es nicht. Mal sehen, ich habe keine Ahnung, wie ich das wirklich machen werde. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, ist, dass mein Kanal jetzt nicht nur ein reiner Let's Play-Kanal wird, weil vielleicht einige, ich weiß es ja nicht, vielleicht traurig sein werden, dass ich jetzt nicht nur solche Videos machen werde. Nein, ich liebe es zu vloggen, aber ich vlogge auch nur, wenn auch wirklich etwas passiert im Leben. Wenn jetzt ich nicht nur den ganzen Tag rumsitze und nichts mache, will ich das ehrlich gesagt nicht vloggen, weil das für mich ein bisschen unnötig ist. Ich glaube, wir verstehen uns. Und Real Talk Videos oder Storytime Videos werde ich immer noch hochladen, so wie jetzt eben ein Real Talk Video, was ich jetzt eben drehe. Oder wenn sich sonst irgendwas tut, worüber ich halt ein Video machen kann, wie Haare färben, wie oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Also diese Videos werden aber eher dann nebenbei sein, währenddessen Let's Play eher hauptmäßig dann auf meinem Kanal sein wird. Ja, was ich noch sagen wollte, ist genau, es ist mir erst jetzt wieder eingefallen. Ich habe das letzte Video hochgeladen, wo ich eben meine Haare gefärbt habe, auf, von schwarz auf blond. Hat gut funktioniert. Hat anscheinend nicht wirklich viele von euch gefallen. Entweder hat euch einfach das Video nicht gefallen, weil es irgendwie schlecht aufgenommen war, oder es war einfach schlecht gemacht oder so, kann ja gut möglich sein. Oder es hat euch einfach nicht gefallen, wie ich meine Haare gebleicht habe, beziehungsweise dass ich meine Haare jetzt gebleicht habe. Wie gesagt, ich höre eben viel, dass ich höre von vielen, dass sie es vermissen, dass ich schwarze Haare habe. Oder viele haben gesagt, ja gut, Gott sei Dank färbst du sie heller, weil steht dir besser. Oder natürlich steht hier besser oder was auch immer. Ich werde jetzt mir Bleichmittel kaufen gehen. Ich werde jetzt meine Haare schnell färben. Und ich zeige euch, wie meine Haare dann nachher aussehen. Also ich mache jetzt einmal vorher und einmal nachher. Weil ich sie eben nochmal bleichen möchte. Und ich möchte jetzt kein langes Video machen, wo ich da sitze und sage, oh Leute, meine Haare werden wieder gebleicht. Und ich färb sie vor der Kamera. Ich mache jetzt einfach so einen Schnitt. Das heißt, ihr seht mich jetzt einmal mit den Haaren. Wie ihr seht, sind die schon ein bisschen heller geworden, weil, gut, da hat es einen ziemlichen Fleck drin. Das Problem war einfach, dass wir haben bei so einem Friseurbedarfgeschäft, haben wir so ein Haarfärbe, nicht Haarfärbe, sondern ein Bleichmittel von Schwarzkopf gekauft. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, meiner Meinung nach. Dadurch die Verkäuferin uns gesagt habe, ja, würde ich das Schwarzkopfbleichmittel da oben ansetzen und das da oben raufklatschen, könnten meine Haare weiß werden. Ja, sieht man ja, dass sie weiß geworden sind. Nicht. Und dass sie unten komplett hell werden. Also ganz komplett hell sind sie jetzt nicht geworden. Sie sind noch an manchen Stellen ziemlich fleckig, wie man das ja auch hier sehen kann. Da unten wiederum ein bisschen heller. Ja, ich werde jetzt mit meinen Haaren nochmal bleichen gehen. Und ich muss sagen, meine Haare sind eigentlich ziemlich gesund. Also sie sind nicht strohig. Ich habe es geschafft, mich so um meine Haare zu kümmern und so zu pflegen, als ob ich ein kleines Kind hätte. Nee, also ich habe sie immer mit Conditioner und immer mit Sachen. Also ich kann euch dann später auch noch zeigen, was ich da alles gemacht habe für meine Haare, dass ich sie ja nicht abschneiden möchte. Und ich weigere mich strikt, zu einem Friseur zu gehen und mir dort meine Haare zu bleichen. Jeder hat gesagt, geh zu einem Profi und lass es dir beim Friseur machen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das selber schaffen. Ich möchte selber mal schauen, wie gut ich das selber kann und ob es selber machbar ist, ohne zum Friseur zu gehen. Das ist so ein kleines Experiment, was ich ja persönlich gestartet habe. Gut, hören wir jetzt lang auf zu reden. Ich glaube, es ist jetzt alles erklärt. Wenn ihr Fragen habt bezüglich Let's Plays, dann stellt mir bitte die Fragen. Ich beantworte sie so gut, wie ich kann. Ja. Ich kann nicht reden. Oder wenn ihr spezielle Wünsche habt, was für Spiele ich genauer spielen soll, dann schreibt es mir runter in die Kommentare. Ich habe ja momentan eine Liste gemacht, was ich Let's Playen werde. Und wenn ihr sonst irgendwas sagen möchtet, wenn ihr was loswerden möchtet, in die Meinungen haben möchtet, schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach alles einfach in die Kommentare. Fragen wie Meinungen oder sonst irgendwas, aber bitte keine Beleidigungen. Ihr wisst, das kann keiner leiden. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gleich wieder da mit meinen gebleichten Haaren wieder. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, wie meine Haare jetzt noch so aussehen. Wie man sehen kann. Mein Ziel ist es ja eigentlich, komplett weißes Haar zu haben, dass ich sie mir dann bunt färben kann. Ich weiß, ich bin ein bisschen crazy. Aber meine Haare sind ein guter Beweis dafür, dass ich sehr, sehr viel Abwechslung in mein Leben brauche und dass ich auch sehr, sehr gerne experimentiere. Mit meinen Haaren zumindest, wie man es sehen kann.
Ich bin wieder da. Hui, ganz kurz erwähnen, ich habe jetzt meine Haare wieder gebleicht. Sie sind wieder um eine Spur heller geworden. Sorry, ein bisschen außer Puste. Am Ansatz kann man sehen, dass sie schon richtig entweder hellblond oder extrem weiß einfach werden. Währenddessen hier, wo alles rotbraun war, in einen orangenen, dunkelblonden Teil sich umwandelt. Manche Strähnen sind doch noch ein bisschen dunkler. Möglicherweise, weil da die Pigmente von der Farbe einfach stärker waren, vom Rot damals oder vom Schwarz, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich alles zu Tode gebleicht. Demnach fühlen sich langsam meine Haare strohig an, obwohl ich sie jetzt immer brav pflege. Was ich natürlich mache nach dem Bleichen ist, das muss ich kurz mal erwähnen, falls es Fragen gibt. Wenn ich mir meine Haare wasche, natürlich damit ein 2-in-1, also Shampoo und Conditioner. Pflege für die Haare eben. Und dann habe ich jetzt noch, was in der Packung drin war von einem Haarfärbebleichmittel, noch diese Maske verwendet und einwirken lassen. Und ich föhne meine Haare jetzt nicht, weil die Hitze die Haare einfach noch terminiert. Und habe quasi mit leicht feuchtem Haar mit dem hier eingesprüht. Ist von Syoss. Super Cream Selection. Ist für stark bis extrem geschädigtes Haar. Das ist bei mir ja der Fall. Und was ich dann verwende, wenn mein Haar trocken ist, ist das hier von Balea. Das Beautiful Long Wonder Serum. Also wunderschön langes Haar habe ich nicht, aber es geht um die Wirkung. Gepflegtes langes Haar bis in die Spitzen. Hitzeschutz bis zu 230 Grad Celsius, wo ich mich frage, seit wann stecke ich meine Haare in den Backofen? Und ohne Ausspülung. Ist einfach so eine Pflegeformel mit Inchiöl. Beansprucht langes Haar. Gut, muss bei mir nicht sein. Das Ding ist einfach, das ist extrem fettig. Und das ist gut für trockenes Haar, weil das saugt es auf. Und das schmiere ich mir zweimal am Tag in die Haare. Immer wenn ich spüre, dass sie es jetzt brauchen. Wenn ich spüre, sie sind trocken, wie jetzt der Fall. Kann ich jetzt nochmal ganz kurz zeigen. Man sieht dann extrem. Okay, man sieht es nicht, aber es ist extrem fettig und das schmiere ich mir dann immer so in die Haare. Wenn ich merke, sie werden extrem trocken und spröde, ich pflege sie jetzt immer mehr und mehr. Also ich kümmere mich eigentlich den ganzen Tag nur um meine Haare. Man merkt schon, hier oben komplett weiß und hier wird alles so gelblich, orange. Nach und nach wird es langsam. Ich freue mich. Das war es jetzt aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unter Anführungszeichen. Ich weiß, dass einigen von euch meine Haare nicht gefallen. Aber ja, jetzt fängt das mit dem Let's Play langsam an. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin mal. Wow. So von schwarz auf blond-weiß zu gehen, ist natürlich so ein anderes Thema. Nee, wir sehen uns dann, wenn entweder wir sehen uns noch einmal davor, bevor ich mit dem Let's Play anfange, oder wir sehen uns dann, wenn ich mit einem Let's Play schon anfange. Ja. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinungen in die Kommentare und alles drum und dran. Und ich würde sonst sagen, wir sehen uns dann in einem anderen, beziehungsweise im nächsten Video dann wieder. Bye!